ostfriesische Fußballtradition hat einen Namen. Herzlich willkommen beim BSV Kickers M von 1946. Die Live-Übertragung des BSV Kickers Emden wird Ihnen präsentiert von der Ostfriesen-Zeitung. Franz, die Top-Adresse für Käse- und Nussliebhaber in der Region. Besuchen Sie uns auf dem Wochenmarkt in Emden, Oldenburg, Norden, Wittmund, Jever und Esens sowie online auf meinenüsse.de. Franz, stolzer Partner des BSV Kickers Emden. Liebe Kickers-Fans. Ja, hallo. Wir begrüßen euch zum heutigen Punktspiel gegen den FSV Schöningen. Von 2011. Und ich bin Hauke. Ich bin Jens. Und wir nehmen euch heute mit durchs Spiel. Und hoffen natürlich, dass die drei Punkte hier in Emden bleiben. Noch ist es auf dem Spielfeld recht ruhig. Aber das wird sich gleich hoffentlich ändern. Und wir haben heute nicht ganz so extrem wie beim Spiel gegen Bersenbrück. Aber an den Seiten wurden 2 Meter weggenommen. Und ihr seht es vielleicht schon im Eckenbereich ist einiges an Sand. Da ist es tief, da ist es matschig. Genau. Man hat ein bisschen das Spielfeld verkleinert an Breite. Aber ja, hin und wieder sind auch auf dem Platz, einige Sandstellen. Aber man kann ja spielen. Genau, das definitiv. Der Regengott war uns gnädig. Gestern Nachmittag sah das teilweise noch ganz anders aus. Da hat das ordentlich geschüttet, aber der Platz ist bespielbar. Und jetzt schauen wir uns erstmal die Choreo in Block 5 an. Hm.
Ja, das sieht gut aus, liebe Fans. Ja, definitiv. Und da hört man sie auch schon, unsere Fans, die treuesten der Treuen. Richtig, sind schon wieder lautstark dabei. Und schauen wir mal, ob wir den Zuschauerschnitt von 1500 halten können. Das wäre natürlich da ganz schön. Werden noch Banner ausgerollt. Ja. Ich habe gerade schon gesehen, irgendwie Sektion Borsum. Ja. Und ja. Herz und Seele des Vereins, das ist korrekt. Fanatismus und Tresensport, na gut. Und jetzt gehen wir zur Aufstellung über. Erstmal die Aufstellung des FSV Schöning von 2011, die im Übrigen in ihrer Startaufstellung zwei ehemalige Zweitligaspieler haben. Genau. Der erste ist Nummer 11, Christian Beck, früher Magdeburg, Torjäger. Ganz genau. Und dann haben wir noch die Nummer 30, das ist Daniel Reiche, hat unter anderem für Duisburg gespielt, ist allerdings auch schon ein paar Jahre her, war 2010, 2011. Genau. Und ja. Ansonsten mit der neuen Armin. Hat tatsächlich im Hinspiel gegen uns getroffen. Richtig. Was der Doppeltorschütze. So, jetzt aber erstmal die Aufstellung des BSV Kickers. Im Tor steht heute Isaac Djokovic. Dann kommt Julian Stör. Mit der 4 haben wir Herbst. Mit der 6 haben wir Kai Kaisis. Pascal Steinwender mit der 7. David Schiller mit der 9. Mit der 10 Tobias Steffen. Mit der Nummer 11 Marvin Eilertz. Und mit der 19 André Njai. Mit der Nummer 21, unser Kapitän, Tido Steffens. Und die Aufstellung vervollständigt. Engel mit der 22. Betreut wieder unsere Truppe, wie immer, von Stefan Emmerling. Genau. So, und da sind wir wieder live auf dem Block 5 und warten auf die einlaufenden Mannschaften. Die letzten Fans machen sich noch auf dem Weg in den Block. Und jetzt kommen wir zur Tabelle. Wie ihr seht, unser BSV hat nur 15 Spiele. Hat genau. Also noch 19 Spiele zu bestreiten in dieser Saison. Richtig. Und mit einem Sieg sind wir zumindest bis morgen Tabellenführer, weil Wolfsburg und Bersenbrück beide erst morgen spielen. Und ja, das Ziel ist demnach klar. Kleiner Ausblick vielleicht. Das nächste Heimspiel ist gegen Lupo Martini. Richtig. In 2 Wochen, ich glaube auch wieder am Samstag um 18 Uhr. Aber erstmal richten wir den Fokus jetzt auf dieses Spiel. Der FSV Schöning hat uns im Hinspiel 3-1 besiegt. Steht inzwischen auf Rang 11 der Tabelle. Genau. Ja, was haben wir für ein Spiel zu erwarten, Jens? Ja, ich denke, Kickers geht ganz klar als Favorit ins Spiel. Mhm. Wir sind Heimmannschaft, wir sind Tabellendritter aktuell. Ja. Von daher. Definitiv. Das letzte Spiel hat Schöning am vergangenen Wochenende gewonnen gegen Eilwese. Mit 2-1 hat man gewonnen. Genau, davor haben sie aber in Delmenhorst mit 3-5 verloren. Genau. Das ja. letzte Kickerspiel ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Es war im letzten Jahr gegen Arminia Hannover am Nikolaustag. Genau, mit dem Rudelsingen. 79 Tage ist das her. Und jetzt wird hier im Ostfrieslandstadion endlich wieder Fußball gespielt. Genau. So, ihr seht's, die Mannschaften stehen am Spielertunnel, sind bereit. Der Schiedsrichter gespannt. Ah, die Fans sind am Start, man hört sie.
Ja, der Schiedsrichter ist übrigens Daniel Piotrowski. Mhm. Assistentin ist Sarah Wilms und Hendrik Platte. Okay. So, und jetzt dürfte es jeden Moment losgehen. Da geht es los. Die Mannschaften kommen aufs Spielfeld unter dem Gesang aus Block 5. Und dort sieht man schon die ersten Rauchschwaden aufsteigen und Lichteffekte. Wieder mit dabei die Einlaufkinder. Die stolz und begeistert mit aufs Spielfeld laufen. So Jens, ich frage mal ganz raus, was ist denn dein Tipp für heute? Ah, ich denke, es wird ein 3:1. Das hätte ich jetzt tatsächlich auch gesagt. Ja, ich glaube, die Platzverhältnisse liegen uns zumeist ein bisschen besser, wenn es so tief ist, wenn es so nass ist. Genau. Tatsächlich sind wir diesen Platz ja gewohnt. Richtig. Und wir sind aus Friesland. Dementsprechend muss man unseren Platz ja kennen. Definitiv. So, die jungen Fußballerinnen und Fußballer verlassen das Spielfeld wieder und jetzt geht's los gleich. Nur noch ein paar Minuten. Kurze Begrüßung der Mannschaften. Genau. So, die Seitenwahl. Bleiben wir so stehen? Ich glaube, wir bleiben so stehen. Ah, da sehen wir den Gästekapitän mit Armin. Er hat tatsächlich im Hinspiel gegen uns getroffen mit zum 2:1 in der 47. Minute. Genau, das war recht unglücklich. Das war ganz kurz nach Wiederanpfiff, nachdem wir nach 45. Minute, also kurz vor dem Halbzeitpfiff, durch André Jai noch den Ausgleich erzielt hatten. Ja, und dann kam 10 Minuten später das 3:1 und damit war das Spiel eigentlich auch schon durch. Genau. Das im Anschluss daran hat unser BSV allerdings nur noch einmal verloren. Das war gegen Lupo Martini 2 Wochen später. Richtig, ja. Ja, daran wollen wir heute nicht denken, eine Niederlage. Wir richten den Blick nach vorne und hoffen natürlich auf die 3 Punkte. Da hat man gerade unseren Neuzugang gesehen, Marcel Bergmann. Ja, der ist noch verletzt, angeschlagen. Und jetzt sind wir auch mal eine Minute still. So, das war jetzt eine Schweigeminute anlässlich des Todes von Andreas Bremer. Ja, ihr habt es sicher mitbekommen, vor ein wenigen Tagen ist er verstorben. Weltmeister 1990. Richtig, genau. Hat damals, wenn ich mich richtig erinnere, das Siegtor geschossen, das entscheidende Elfmetertor. Genau, korrekt. Ja.
So, Anstoß für unsere Kickers. Genau. David Schiller am Ball. So, da war der Anpfiff. Los geht's. Jai. Da muss er hin. Ja, da sind wir wieder im Ballbesitz. Und der Ball geht. Ah, abgefangen. Aber weiter geht's. Dann will Steffens am Ball. Steffen, genau. Ah. Und Einwurf für den BSV. Da kommt unser Einwurfspezialist. Ja, das wäre doch jetzt mal ein Auftakt nach Mars. Schauen wir mal, was wird. Schauen wir uns mal an, was Schiller da macht. Weit in den Strafraum, so kennt man's, aber da. Ah, da war. Ah, schade. Aber Norris. Nochmal Flanke. Ja. So, weiter geht's. Gleich den Druck aufbauen, aufrechthalten. Ja. So. Da. Da. Ja, man sieht schon, die Spieler rutschen weg zum Teil. Also es gibt durchaus nasse Stellen auf dem Platz. Aber das kann man bei dem Wetter auch, glaube ich, nicht anders erwarten, was wir die letzten Tage hier hatten. Da kommt Stör mit einem Wechsel auf Njai. Njai. Zu weit. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Und die. Der war zu kurz. Zu flach. Nächster Einwurf. Unser Trainer Stefan Emmerling. Einmal im Bild. Da wird der Ball nochmal abgetrocknet. Und dann ist Schiller gefragt. Ah. Da kommt Engel. Ja, nach außen. Der ist. Na, passt nicht ganz. Aber es war doch schon mal ein vielversprechender Auftakt, wie ich finde. Ja, wir konnten uns zumindest vorerst in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Ja, gut, nach 3 Minuten ist das jetzt noch nicht so aussagekräftig, aber wenn es so weitergeht, da sind wir wieder im Ballbesitz. Mit Ballgewinn. Und der Ballverlust und Engel. Das ging fix. Schade. So, Einwurf der Gäste. Da ist es recht offen, Profi, aber der Ball ist deutlich daneben. Da braucht Djokovic gar nicht großartig eingreifen. Und Abstoß. Ja, 79 Tage kein Pflichtspiel für den BSV Kickers Emden. Dafür eine recht erfolgreich und vor allem positiv wirkende Vorbereitung mit Siegen gegen höherklassige Vereine. Genau, man hat zum Beispiel Rot-Weiß Aalen, ehemaliger Zweitligist, mit 4:0 geschlagen. Genau. Und SSV Jeddelo auch mit 2:1. Genau, gegen Drochtersen Assel, auch aus der Regionalliga, immerhin 1:1.
und gegen den Dauerkonkurrenten oder Dauerrivalen, den SV Wilhelmshaven, tatsächlich deutlich mit 6:1 gewonnen. Ja, da sind die Duelle lange her, muss ich tatsächlich sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass wir damals in Wilhelmshaven... Ah, gucken wir erstmal auf die Szene jetzt. Na, gut. Da kommt Tino nicht mehr rein. In Wilhelmshaven kamen wir deutlich verspätet, damals erst in den Fanblock. Und das Spiel lief schon. Da hat man sich damals nicht dazu durchringen können, auf Seiten der Wilhelmshavener mit dem Anstoß zu warten. Da kommt ein Jai ran. Den hat er, genau. Weg damit. Ja, ganz so weit nicht. Da haben wir Nils Bremer mit dem Einwurf. Aber die Situation dürfte... Ah, schade. Jetzt ist der Ball zumindest erstmal raus. Und jetzt ist Platz da. Genau, jetzt ist vielleicht mal Zeit, ein bisschen schnell zu spielen. Kleines Missverständnis, konnten wir leider nicht nutzen. Nee, Philipp Steinke war tatsächlich noch auf dem Posten. Dass du die ganzen Namen aus Schöningen auf dem Schirm hast, das ist... der Wahnsinn. Djokovic. Ja, vorsichtig, da kommt einer von hinten, aber... So, der Ball ist durch. Steffen. Und auf... aber da rutscht der Schöninger weg. So. Schiller hat ihn. Jai ist da. Auf Jai und... Ah, da rutscht er durch. Da wäre mehr drin gewesen, muss ich ehrlicherweise sagen. Können wir uns vielleicht nochmal angucken. So, da hat Schiller den Ball. Steckt dann durch auf Jai, der in den Strafraum spielt. Aber da sind unsere Mann nicht rangekommen. So, aber da sind wir wieder im Ballbesitz. Herbst gewinnt den Ball. Nee, nix. Weiterspielen, sagt der Schiedsrichter. Da können wir vielleicht auch nochmal drauf gucken. Aber erstmal geht's noch weiter. Steinwender. Ja. Da. Und. Ah. Ecke. Wir schauen nochmal auf die Szene von gerade. War das ein Foulspiel? War es keins? Nee, muss man nicht pfeifen, würde ich mal sagen. Die Entscheidung geht so in Ordnung. So, Tobias Steffen legt sich den Ball für die Ecke bereit. Da stehen unsere großen Kerls aus der Innenverteidigung. Ja, die ja immer für ein Tor gut sind in solchen Situationen. Ja, da wollte der Ball nochmal weg. Und... die nächste Ecke gleich hinterher. Von der anderen Seite jetzt. So. Und jetzt kommt der Ball gleich. Da. Da rutscht er durch. Ja, da ist er erstmal weg. Geht so ins Aus, aber Einwurf für uns. Also Druck aufrechterhalten. Weitermachen. Gleich in der gegnerischen Hälfte festsetzen, ne? Ganz genau. Das ist die Devise. So. Da kommt Schiller wieder mit dem Einwurf. Der Ball wird abgetrocknet. Ja, ich schaue gerade mal so auf den Block 5, der sieht recht gut gefüllt aus. Und die Sitzplatztribüne ist auch, bis auf so ein paar wenige freie Plätze, recht gut gefüllt. Und da kommt jetzt der Einwurf.
Stand mit einer Hand. Engel. Aber der Ball bleibt bei uns. Erstmal zurück. Zu Djokovic. Erstmal wieder sortieren. Ja, hier sieht man gut, die Gegner aus Schöning greifen tatsächlich mit drei Mann an. Langer Ball Djokovic auf Schiller. Das hätte man eventuell pfeifen können, aber geht erstmal weiter. Steffens. Oh, auf. Klasse Pass. Ah. Ah. Schade. Ball von Steinke. Aber da sind wir schon wieder am Ball. Ah, da ist er wieder weg. So, und Bersenbrück und Lupo Martini spielen beide erst morgen. Dafür hat heute SV Meppen 2 schon gespielt und, wenn ich richtig informiert bin, verloren. Ja, Rothenburg hat gegen Meppen 3:1 gewonnen. Ah, ja. Und der BSV Rieden hat in Eilwese gewonnen. Mit 1:0. Ja. Das heißt, wie wir vorhin schon sagten, mit einem Sieg heute erobern wir uns erstmal die Tabellenspitze zurück, zumindest bis morgen. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, wir haben noch zahlreiche Nachholspiele vor uns, die auf uns warten, wo wir noch Punkt um Punkt einsammeln können und müssen. Genau, vergleichen wir jetzt mal die Tabelle. Sind wir 2 Punkte aktuell, natürlich nur 1 Punkt aufgrund des Spielstands hier. Hinter Spitzenreiter Bersenbrück haben aber im Vergleich 3 Punkte weniger, 3 Spiele weniger. Und im Vergleich zu Lupo Martini sogar noch ein Spiel mehr. Ein Spiel mehr, was wir weniger haben. Korrekt. Da haben wir Armin, Torschütze im Hinspiel. Ah, das aufgeräumt und Ecke für Schöningen. Wir warten noch auf den Ball. Da ist gar kein Ball. So, und da kommt Nils Bremer. Ja, jetzt ist er zur Ausführung der Ecke. Wieder beim Ball. Der geht weit. Der geht ins Aus, fände ich. Genau. Ja. Jetzt definitiv Abstoß. Dann haben wir Isak Djokovic. Schickt seine Mitspieler nach vorne. Das dürfte ein langer Ball werden. Ja, richtige Entscheidung. Die Gäste stellen am 16 Uhr zu, von daher. Ja, definitiv. Die sichere Variante. Mittelfeld überbrücken und direkt nach vorne gehen, aber. Anwurf Schöningen. Der geht weit vorbei. Das war jetzt auch nicht wirklich als Abschluss zu werten, würde ich sagen. Ein bisschen verunglückt vielleicht. Da sieht man es ganz schön. Gäste stehen zu. Den schießt Djokovic direkt zu den Auswechselspielern.
Ja, so die letzten Minuten kriegt Schöning ein paar mehr Spielanteile. Da müssen wir tatsächlich schon fast ein bisschen aufpassen. Weiter Ball in Strafraum. Oh. Kein Strafstoßpfiff. Das ist gut. Und da ist Djokovic dran. Sicher. Gut. Gut mitgespielt. Ja, die Torwartposition. Eigentlich gab es zur Winterpause keinen Handlungsbedarf. Richtig. Tatsächlich ist man dann aber, ihr habt es in der Presse verfolgt, tätig geworden. Ja. Im Ausland, beim Fastfood-Giganten, wie das Leben dann manchmal so spielt, mit seinen Zufällen. So, und jetzt sind wir schon wieder vorne. Steinländer. Und da! 1:0! David Schiller. Ja. Siehst du, sage ich gerade noch, wir müssen aufpassen, dass wir Schöning nicht zu viele Spielanteile geben. Und das ist jetzt die richtige Antwort. 1:0. In der 17. Minute. Da sehen wir die Wiederholung. Genau. Ist natürlich stark, wie Steffens. Ja. Klasse Ball. Und dann auch Steinwender dann einfach kompromisslos in den Strafraum. Da braucht Schiller nur noch einschieben. Da muss er. Ja, absolut nicht unverdient. Kam jetzt in dieser Situation so ein bisschen unerwartet. Ja, aber man muss ja auch den Platz ausnutzen. Wenn der Gegner aufrückt, schnell das Spiel Spielfeld überbrücken. So. Ist die Situation auch wieder geklärt? Wartet auf den Einwurf. Da wirft sich, wer war es dann? Die 5 dazwischen. Interessant auch die Nummer 77. Ja, da haben wir Christian Skoda. Ja. Sind so eher Rückennummern, die man so aus dem Bereich Football kennt. Aber gut. Das Regelwerk gibt es her. So. Langer Ball. Lässt er durch. Und der geht ins Aus. Abstoß. So, Djokovic lässt sich ein bisschen Zeit. Wieder ein langer Ball, der da jetzt kommt. Ja. Der war wichtig. Hat er gut aufgepasst. Und direkt nach vorne. Ist aus. Aus. Nils Bremer im Bild. Aber da... Da war Christian Beck. Ja. Schön. Gut aufgepasst. Und wieder nach vorne. Ah, abgefangen.
Aber weiter geht's. So. Schön. Der geht nicht ganz durch. Langer Ball ins Außen. Ja, Einwurf für Schöningen. In der eigenen Hälfte alles halb so wild. Und schön zurückgeholt. Von Kai Kaisers. Auf Jai. Verstolpert er leicht, aber hat ihn noch. Läuft, ist im Strafraum. Und. Ja. Ist ihm über den Schlappen gerutscht. Aber man sieht im Block 5. Stimmung ist gut. Bei dem Spielstand ist das auch absolut in Ordnung. Absolut nachvollziehbar. Lässt sich der Torhüter der Gäste jetzt etwas mehr Zeit. Und da geht der Ball wieder nach vorne. Oh, stark. Schade. Ja. Jetzt Tobias Steffen. Stoppt und in den Strafraum. Kai Kaisers. Abkommt nicht durch. Geht der. Nee, der bleibt liegen auf dem Sand, der da zum Auffüllen benutzt wurde. So ein Jai. Sichert den Ball. Fabian Herbst am Ball. Ja, um nochmal zu den Platzverhältnissen zu kommen, bevor es am Ende heißt, oh, der Rasen, der war ja eigentlich gar nicht bespielbar. Marvin Alex mit dem Foul. Ja, da. Ist der Ball wieder beim BSV. Von Julian Stör. Und man muss zu dem Platzverhältnis ganz klar sagen, auch die Gäste haben gesagt, sie wollen unbedingt spielen und wenn es machbar ist, dann spielen wir auch. Genauso hat es der Schiedsrichter gesehen. Und es gab heute Morgen gegen 10 noch mal eine Platzbesichtigung, Platzbegehung und dann wurde entschieden, ja, wir spielen und jetzt sind wir hier. Prinzip gerade vor dem Tor. Bisschen zu kurz. Der kommt nicht durch. Kaisers erobert den Ball zurück. Stör. Engel. Ah. Der ist ihm etwas verrutscht. Fabian Herbst. Da kommt Jai. Minimal zu kurz, aber Einwurf. Das richtig sehe, ist David Schiller schon unterwegs. Ja. Ball wird im Trikot getrocknet. Alles andere als ein weiter Ball im Strafraum wäre jetzt echt eine Überraschung. Jetzt mit dem Fuß. Und Eckball. Ecke. Und auch da haben wir einen Spezialisten. Ganz genau. Auf den kurzen Pfosten. Da ist der Ball erstmal wieder raus. Aber weiter geht's. Stör klärt. Genau.
Oh. Wehgetan? Nein, geht schon wieder. Nach vorne der Ball. Kaisers. Jai. Der nimmt er mit. Der ist noch drin. Direkt auf den Torwart. Schade. Da ist der Ball schon wieder. Und schon wieder weg. Der nächste Einwurf jetzt für die Gäste. Da haben wir David Schiller im Bild. Erstmal geklärt, Yannick Werner. Und Djokovic hat ihn. Und da ist Schiller frei. Und der geht daneben. Schade. Da wäre mehr drin gewesen. Wir gucken uns die Szene nochmal an. Der Ball kommt von Djokovic. Geht direkt durch. Und da zögert er, glaube ich, einen Moment zu lange. Ja, bei den Bodenverhältnissen muss er den Ball mit ein bisschen mehr Druck spielen. Also geht's weiter mit Abstoß Schöning. Steinke mit dem langen Ball. Steffens fängt ihn ab. Und da pfeift der Schiedsrichter faul. Einmal von hinten eingefädelt. Freistoß vom Mittelkreis für Schöningen. Die mit allem, was sie haben, nach vorne ziehen. Schön wieder den Ball, aber jetzt ist er raus. So. Geklärt erstmal. Oh, Djokovic. Da war er mal gefordert und war auch da. Den anderen ehemaligen Zweitliga-Profi am Ball gehabt. Daniel Reiche. Ja, hat eine Saison 2010-2011 für Duisburg 17 Zweitliga-Partien bestritten. Kam aber in der Folgesaison nicht mehr so zum Zug. So, Djokovic. Da Steffen. Steffen den Ball auf Steffens und da braucht er auch sehr lange, aber Tor! Tobi Steffen in der 31. Minute mit dem 2:0 für Kickers. Da dachte ich tatsächlich schon, die Szene wäre schon fast vorbei. Der Torwart hatte den Ball eigentlich schon.
an den Händen zumindest. Konnte ihn aber nicht festhalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Und wir gucken uns die Szene einfach nochmal an. Da Steffen spielt auf Steffens. Und da war der Torhüter zumindest schon am Ball, aber konnte den Ball nicht kontrollieren. Und somit steht 2:0. Ja, die rund 900 Zuschauer im Stadion und die vor den. Nein, falsche Information. Die 900 Zuschauer am Livestream. So natürlich. Wie viele Zuschauer im Stadion sind, das wird Gerd uns später erzählen. Genau. Machen wir den Angriff erstmal ab. Steinwender. Eilatz. Der war wichtig. Ja. Jai. Da kommt er gerade so ein bisschen zu leicht durch. Aber. Ah. Djokovic ist da. Schickt seine Leute nach vorne. Ball auf Schiller. Der verliert den Ball allerdings. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Weiterspielen. Und da ist schon wieder geklärt. War auf dem Posten. Djokovic wieder auf dem Posten. Kommt er nicht mehr ran. Einwurf Kickers. Steffen trocknet den Ball noch kurz. Schiller. Schiller. Da ist er wieder weg. Oh, und gut aufgepasst. Stör. Und nach vorne. Ah, ein bisschen zu weit, direkt auf dem Torwart. Aufgepasst. Dann mit David Schiller. Verliert den Ball. Und Ecke. Da lässt er sich durchaus Zeit. Der Niklas Kühle. Nils Bremer. Steinwender dafür. Da ist der Ball geklärt und jetzt ist da relativ viel Platz.
bremst ein bisschen ab, wartet auf seine Mitspieler und spielt rüber. Artistisch vom Schiedsrichter. Steffen. Engel. Schade. Legt er sich zu weit vor. Abstoß. Ja, die Schöninger sind momentan nicht unbedingt daran interessiert, das Spiel schnell zu machen. So, Abstoß ins Seitenhaus. Unser Trainer am Ball. Steffen. Stürmer vorgepfiffen. Was diskutiert unser Trainerteam da? Ich glaube, da war Stefan Emmerling mit der Situation oder wie damit umgegangen war, nicht ganz so zufrieden. Auf jeden Fall wollen unsere Gäste jetzt erstmal wechseln. Ich glaube, raus geht die 13. Das ist Joel Schwertfeger. Und die 14 ist reingekommen. Das ist Dominik Bode. Ja, ich glaube, Schwertfeger humpelte da gerade ins Aus, hat sich vielleicht irgendwie ein bisschen verletzt. So. Für uns ist die Chance, über Djokovic neu aufzubauen. Wieder mit dem langen Ball. Ball gespielt, sauber. Einwurf Schöning. Hoher Ball. Aber geklärt. Mal. Und da ist Speck am Ball. Skoda. Und die nächste Ecke für Schöning. Und da sieht man jetzt natürlich, der Bereich dort ist schon ziemlich sandig und matschig. Das Wer war's? Wer hat da geklärt? Marvin Allertz. Wir gucken gleich nochmal rein. Es gibt auf jeden Fall gleich die nächste Ecke. Das war Beck mit dem Abschluss. Ja, genau. Geklärt. So. Und da kommt Steinwender. 3-1. Ja. Links oder rechts? Links. Schiller. Auf Schiller. Schiller stoppt und
Tor! 3:0, 41. Minute. Das erneut Schiller. So darf das doch gerne weitergehen. Und das, ja, das war tatsächlich von der geklärten Ecke in einem Zug direkt zum Tor. Ein Konter, wie er im Buche steht. Wir schauen nochmal drauf. Steinwender. Und da muss er sich eigentlich nur entscheiden, spielt nach links oder rechts, entscheidet sich für links. Und das war in dem Fall jetzt die absolut richtige Entscheidung. Da verliert er seinen Gegenspieler noch, David Schiller, und muss dann nur noch den Torhüter überwinden. Nur noch, also ich wäre wahrscheinlich kläglich gescheitert, aber dafür hat man Stürmer. Ja, da zeigt sich seine Klasse. So, Djokovic. Ja, nimmt jetzt auch ein bisschen Zeit von der Uhr. Stör. Auf Steffen. Nach vorne. Ja. Steinwender. Schiller, Steffen darfst du. Ah, und da gibt es einen Freischuss und die erste gelbe Karte des Spiels. Für die 30. Das ist Daniel Reichel. Ja, recht aussichtsreiche Freistoßsituation. Ah, das sieht aber tatsächlich schmerzhaft aus, aber scheint weiterzugehen. Guck mal gleich in der Halbzeit sicher mal drauf aufs Knie. So, das ist unser Mann für die ruhenden Bälle, Tobias Steffen. War nichts. Das haben wir schon besser gesehen von ihm. Pfeift der Schiedsrichter. Pins aus. Janik Werner. Und Djokovic. Das ist kein Problem. So. 50 Sekunden noch, reguläre Spielzeit. Ich denke mal, so ein bisschen was wird dazukommen an Nachspielzeit. Aber allzu viele Unterbrechungen gab es jetzt auch nicht. Eilatz. Und Djokovic. Schiller. Schönes Mittelfeld verlagert. Ach, ich glaube, bei Steinwender ist das Knie nicht schwerer lidiert. Da läuft er gut. Und Steffen. Ja. Ohne Nachspielzeit geht's in die Halbzeit. Wir verabschieden uns in die Pause. Und sind dann gleich wieder für euch da.
Franz, die Top-Adresse für Käse- und Nussliebhaber in der Region. Besuchen Sie uns auf dem Wochenmarkt in Emden, Oldenburg, Norden, Wittmund, Jever und Esens sowie online auf meinenüsse.de. Franz, stolzer Partner des BSV Kickers Emden. We'll be right back.
Ja, liebe Kickers-Fans, willkommen zurück zur zweiten Hälfte. Die genau. Gäste sind schon auf dem Platz. Unsere Elf lässt noch ein bisschen auf sich warten, aber man formiert sich im Tunnel und da sind sie schon. So, ich glaube, ganz wichtig ist jetzt, dass wir die Konzentration hochhalten. Dass wir die nächsten Minuten überstehen. Genau. Es gibt da noch einen ganz klaren Grund. Das Heimspiel gegen Bersenbrück. Zur Pause haben wir 3-0 geführt. Und bis zur 57. Stand 3-3. Drei Tore in kürzester Zeit kassiert. Haben das Spiel im Endeffekt noch gewonnen, aber ich glaube, so viel Nervenkitzel braucht heute keiner. Okay. Unsere Spieler wärmen sich nochmal auf. Gab es irgendwelche Spielerwechsel? Ich sehe soweit noch nichts. Kickerseite ist alles unverändert. Und weiter geht's. Ah. Wechsel bei unseren Gästen. Genau. Chennai Ümtü. Ich glaube, der hat im Hinspiel 2 Tore gemacht. Genau, da definitiv. Müssen wir ein bisschen drauf schauen. Mit der Nummer 2. Genau. So, Einwurf für Schöningen. Und, da sind sie durch. Aber gut aufgepasst. Klärt. Abstoß. Stefan Emmerling peitscht die Spieler nochmal an. Und weiter geht's beim Einwurf für Kickers. Da ist leider niemand. Aber da Kaisers. Schade. Direkt auf den Torwart. Und Schöning im Angriff. Sind sie im Strafraum. Aber da kommt der Doppeltorschütze aus dem Hinspiel. Chennai Ümtü. Nicht mehr entscheidend dran. Genau. Der Ball landet im Aus. Weiter geht's mit Abstoß. Torwart. Der erklärt erstmal. Herbst. Verliert den Ball. Aber. Ja, die Schöninger sind auf jeden Fall. Kommen bissiger aus der Hand. Ja, das wollte ich gerade sagen, genau. Ein bisschen motivierter. Wollen nochmal was reißen. Steffen. Und Schiller. Und Schiller. Und in der Mitte kommt Steffens. Ecke. Schade.
Wir gucken nochmal drauf auf die Szene. Hätte er vielleicht durchstecken können. Ja, er ist aber ein Mittelstürmer. Dass er aus der Position selber den Abschluss sucht, ist verständlich. Wieder viel Getummel am ersten Pfosten. Schauen, was die Ecke bringt. Oh. Nicht viel. Da haben wir Reiche. Da. Taktisches Foul, das gibt Gelb. Ja, das war mit Ansage. In der 50. Minute. Ah, ich glaube, Steinwender blutet da, hat irgendwie... Oder blutet nicht? Blutet nicht, hat aber scheinbar was ins Gesicht bekommen. Weiter geht es mit Freistoß für Schöning durch Üçümçü. Das ist Nils Bremer. Ach, okay. Ich habe nur die zwei gesehen. Und erstmal ist der Ball wieder raus. Und der Torwart sehr weit vorne, aber da kommen er auch an den Ball. Jai. Kreis ist. Steffen. Und wieder Jai. Was macht er? Er. Das war kein Elfmeter. Das gibt Abstoß. Das gibt Abstoß, hat der Schiedsrichter direkt angezeigt. Weiterspielen. Amin behauptet den Ball. Und da ist Schöning am Strafraum und Ecke. Ja, Schöning dränke zumindest ein bisschen mehr aus Tor, als das noch in der ersten Halbzeit der Fall war. Ball folgt jetzt. Da liegt der Ball aber schon ziemlich weit vorne. Und der Ball ist drüber. Ich sehe gerade, da kommt der Ersatzball. Djokovic mit dem Abstoß. Ah, der ist nicht gut genug. Kommt der nächste Ball? Vielleicht ist der besser. Das sieht gut aus. Erneuter Einwurf für Schöning auf Höhe der Mittellinie. Nils Bremer. Das ist ein Ball für Djokovic. Da ist Djokovic. Weiter Ball nach vorne. Kreis ist. Gegen Skoda. Verliert den Ball da. Da.
Da ist Üçüncü. Der aber hier das Foul zieht. Sehe ich aber beim Schiedsrichter noch beschwert. Aber ich glaube, die Situation war eindeutig. Das ist Dennis Engel. Die Fans sind auf jeden Fall noch voll dabei, unterstützen die Mannschaft lautstark. Ich glaube, das braucht es dann auch in solchen Situationen, wenn jetzt der Gegner so ein bisschen wieder mehr in Fahrt kommt, dass man weiß, man kann sich da auf den 12. Mann verlassen. So, dann der Herbst. Djokovic. Weiter Ball nach vorne. Kaisis. Steffens. Schiller und da bleibt der Schöninger Spieler liegen. Ich kann gar nicht erkennen, wer es ist. Ins Ausgespielt erstmal. Kommt aber schnell wieder auf die Beine. Daniel Reiche. Ringt noch so ein bisschen nach Luft. Einwurf. Kicker wirft fair zurück. Und ist jetzt schon wieder am Ball. Weiter nach vorne. Wird da fair gestoppt, aber Kaisis. Steffen. Tor! 4:0! Da hat er lange überlegt und sich dann gedacht, ziehst du den Abschluss selber. Richtig schön in die Ecke. Da lassen sie sich feiern. Ja, der war für Philipp Steinke unhaltbar. Lang ins... Ja, wir schauen gleich nochmal drauf. Nehmen nochmal eben die Szenen mit und... Ja, Steinwender, der da den Ball behauptet. Kaisis zu Steffen. Und dann wartet er dann... Aus nimmt den Ball aus dem Stand. Wenn ich es richtig gesehen habe, mit der Pike. Also ein Bersenbrück-Déjà-vu brauchen wir jetzt nicht mehr fürchten. Im Gegenteil, 4:0 ist sehr deutlich. 57. Minute. Das gibt Sicherheit. Es war auch zum richtigen Zeitpunkt, wenn man das so formulieren kann. Definitiv. So, jetzt hat Stein- da ist Kicker schon wieder im Vorwärtsgang. Steinwender läuft der sauber geklärt da. Üçüncü. Da ist das auch wieder erledigt. Die Angriffsbestrebungen. Julian Stör. Oh. Ah, ich glaube, dann hat er erwischt den Ball, aber. Au, oh, und da das Foul. Absolut unnötig eigentlich. Freistoß für Kickers. Dennis der eigenen Engel Hälfte. Mit dem langen Ball. Ja,
Jai. Und da ist der Ball beim Schöninger Torwart. Ah, da kriegt er einen mit, bleibt liegen, aber der Schiedsrichter lässt weiterlaufen. Tobias Steffen. Und da Steffen im Strafraum, legt sich den Ball vorbei. Ah. Aber weiter geht's. Jetzt ist die Chance vertan. Schön von Schiller. Jai zurück zu Djokovic. Ja, Christian Beck durfte nicht hin. Kam aus dem Abseits. Jetzt Ichimchi. Aber der ging vorbei. Abstoß. Wir gucken nochmal drauf. Kleiner Fehler in der Abstimmung. Ball kam nicht an. Viel draus gemacht hat Ichimchi jetzt auch nicht. So, 60 Minuten gespielt. Halbe Stunde bleibt. 4:0. Spielstand. Eindeutig. Schöningen wird gleich wechseln. Ich sehe, dass da einer der Ersatzspieler in Richtung Bank kommt. Djokovic, stark. Das war wichtig. Da war er nämlich frei vom Tor. Das war Tom Winter. Stört noch. Kriegt gerade noch den Fuß an. Herbst und da haben wir Engel. Tito Steffens kriegt ihn nicht unter Kontrolle. Steffen. Wieder auf Jai. Zieht an die Grundlinie. Und erreicht den Gegenspieler. Dann Stör. Julian Stör. Und da verliert er den Ball. Jetzt. Amin Petrus. Petrus Amin. Gut geklärt. Da geht der Ball ins Aus. Ich glaube, es regnet jetzt auch wieder. Es war eine ganze Zeit lang trocken. Und da ist wieder Ichimchi. Also da merkt man doch, aber Kickers wieder Ballbesitz. Er bringt mehr Torgefahr ins Spiel. Vorteil hat nichts gebracht. Freistoß für Kickers. Aber jetzt wird, glaube ich, erst gewechselt. Genau. Schöning tauscht mit jetzt das dritte Mal. Die Nummer 9 verlässt das Feld. Das ist Petrus Amin. Und neu im Spiel mit der 19, Gianluca Evers. Thank you.
Hier im Stadion gab es gerade nochmal Geburtstagsglückwünsche. Während Kickers wieder im Angriff ist, da geht der Ball auf den Torwart. Da hat er kein Problem mit. Ja, der Blick nach hinten. Wollte nicht schneller spielen, hat sich dann nochmal umentschieden. Da unterbricht der Schiedsrichter. Da Verletzung von Beck. Ist ihm da jemand auf den Fuß gestiegen? Ich habe es gerade nicht gesehen. Signalisiert aber, geht weiter. Nie. Und da bereinigt Kickers die Situation wieder. Steinwender. Da ist ihm der Fuß gerade so ein bisschen weggerutscht. Deshalb kam der Ball nicht da an. Und ah, zur Ecke geklärt. Zur Ecke. Weiter geht's dann jetzt mit der Ecke. Langgezogen. Da ist der neue Mann. Und Djokovic. Ist Djokovic sicher. Abwurf. Auf Engel. Und weiter Ball nach vorne. Der ist aber doch. Da ist, kommt Schiller an den Ball. Steckt durch. Steffen. Steinwender. Steinwender. Versuch's. Und der Ball geht in Seiten aus. Das gibt die nächste Ecke. Oh. Sehen wir Lukas Arnold im Bild. Nach seinem Schlammbad. Strafraum tut sich noch nichts. Wir warten weiter auf die Ecke, die jetzt gleich ausgeführt wird. Und geklärt wurde. Julian Stör. Stör, da ist er weggerutscht, aber Ballbesitz bleibt bei Kickers. Lässt weiterlaufen. Und dann mit Tito Steffens, bringt den Ball rein. Fabian Ehrz zu 0! Sehr schön, da braucht er den Ball nur noch annehmen, kurz kontrollieren und konnte ihn in der gerade noch 67. Minute über die Linie drücken. Und die Tormusik scheint auch wieder zu funktionieren im Stadion. Wir schauen nochmal drauf aufs Tor, auf die Entstehung. Jai, der hier sich durchsetzt. Und dann kommt der Ball von Steffens in die Mitte und da steht er mutterseelenallein und braucht den Ball wirklich nur noch über die Linie schieben. Ah, Philipp Steinke, der Torwart, verschätzt sich da bei der Hereingabe von Tito Steffens. Macht so den Weg frei für den Treffer. Ja, und auch die Mitspieler waren in dem Fall eben nicht da, sodass Herbst da sehr frei stand. Und da ist er wieder am Ball. Engel. Steinwender. Da. Schickt er den Ball mit der Hacke weiter. So, ich glaube, ich brauche mich nicht aus dem Fenster lehnen, wenn ich sage, das Spiel ist soweit durch. Also da müsste schon einiges passieren, dass das hier nochmal kritisch wird. Aber man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Ja, jetzt geht's weiter mit einer Ecke.
Die Fans feiern auf jeden Fall im Block 5 und auch im restlichen Stadion. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Start ins neue Jahr. Das auf jeden Fall, das neue Punktspieljahr, nachdem er die Vorbereitung schon sehr gut gelaufen ist. Und ich muss tatsächlich sagen, Kickers macht das hier ordentlich, macht das hier ruhig, lässt sich nicht irgendwie unter Druck setzen, gerät nicht in Hektik. Ja, ein ganz seriöser. Und jetzt wird bei Kickers gleich gewechselt. Gleich doppelt gewechselt. Doppelwechsel. Aber dafür braucht es natürlich erst eine Spielunterbrechung. Und die gibt es bis jetzt noch nicht. Und da. Da kam Steinwender nicht hinterher. Der Ball bleibt aber im Spielfeld. Ja, wer nimmt Stefan Emmerling jetzt runter? Julian Stör mit dem Kopfball. Abseits. Schiller. Und damit jetzt auch die Zeit zum Wechseln. Schiller geht runter. Doppeltorschütze. Genau. Dafür kommt mit der 8. Das ist Sven Lahmeier. Genau. Und die 10 geht runter. Das ist Tobias Steffen. Und dafür kommt die 29. Said Ebay. Ja, die beiden Doppeltorschützen sind runter. Haben sie sich auch verdient, dürfen sich jetzt den Applaus abholen. Djokovic. Evers mit dem Abschluss. Kein Problem. Da war der Ball im Aus. Einwurf für Schöning. Steinwender hat jetzt die Seite getauscht. Saida B auf der rechten Seite, Steinwender links. Engel kriegt ihn gerade noch weiter. Ja, Abey. Zieht an seinem. Der Ball geht ins Seiten aus. Einwurf. Ja, unser Einwurfspezi Schiller ist runter. Ja, jetzt übernimmt Dennis Engel. Genau. Und, da verlieren sie den Ball. Ein bisschen vertändelt. Aber Situation erstmal beruhigt. Dennoch bleibt Schöning im Ballbesitz. Und da hat das Klären nicht geklappt, da aber Engel klärt. Ist der Ball aber schon wieder weg. Nun aber auch wieder raus. Tito Steffens. Ja, heute bisher ohne Tor. Das stimmt. Abey zieht. Der ist noch frisch, der hat noch die Kraft. Lässt seinen Gegenspieler da erstmal stehen, aber legt sich den Ball jetzt ein bisschen zu weit vor, aber wieder auf Steffens. In den Strafraum. Geklärt fürs Erste. Abey. Das war kein Foul. Hat der Schiedsrichter auch direkt gesehen. Aber das ist das ein Foul. War ein Foul, das haben wir jetzt nicht direkt gesehen.
Weiter geht's jetzt auf jeden Fall mit einem Freistoß ungefähr auf Höhe der Mittellinie, ein Stück weit die Kickershälfte rein. Stör hat ihn. Steinwender. Steffens. Und. Oh. Ah, da zieht Lahmeier drüber. Kein Abseits. Der Treffer hätte gezählt. Wir schauen nochmal drauf. Da kommt der Ball von Steffens. Den kann der Torwart halten. Und dann gerät Lahmeier so ein bisschen in Rücklage. Und der Ball geht rüber. Und im Ostfriesland-Stadion heute Abend sind 1149 Zuschauer. Das lässt sich durchaus sehen, nachdem es heute Nachmittag noch geregnet hat. Ist die Kulisse doch recht ordentlich, will ich sagen. Ja, definitiv. Hoffen wir mal, dass wir zum Spitzenspiel in 2 Wochen mehr Zuschauer begrüßen können. Das dürfte alleine die Tabellensituation schon mit sich bringen, ja. Was verzieht, der ist Ball noch drin. Ja, der hatte ordentlich Effe. Bleibt so mit der Ball bei Schöningen. Jetzt aber geklärt. Kaisers kommt nicht ran. Er war ein Stückchen zu spät. Und da haben wir Nils Bremer mit der Flanke. Hereingabe. Und da lässt er den Ball auslaufen. Abstoß. Viertelstunde vor Schluss. Djokovic schon mal mit dem Hinweis. Ab nach vorne. Tito Steffens mit dem. Der Ball ist im Aus, war aber ein Schöninger Spieler dran. Einwurf Kickers. Stefan Emmerling noch ein paar Hinweisen an Steffens. Und Pascal Steinwender jetzt mit dem Einwurf. Kaisis kommt nicht ganz an, hat den Ball aber zurück. Engel. Oh, schade. Abstoß. Wir schauen nochmal auf die Szene drauf. Da sah das erste aus, als wenn er weg wäre, aber da Kais ist sehr artistisch. An die Reingabe. Und ja, hätte Ecke geben müssen. Aber gut, wir führen 5-0. Da will man dann auch nicht meckern. Pfeift der Schiedsrichter faul. Da war der Ball noch gar nicht freigegeben. Der Ausführungsort stimmte dem Schiedsrichter nicht. Herbst geklärt. Steinwender im Duell. Ne, Lahmeier ist es. Lahmeier, ja. Steinwender erkennt man heute recht gut an seinen neongrünen Handschuhen. Und da ist der Ball schon wieder hinterm Tor. Und es geht mit Abstoß weiter. Nächster Wechsel. Steinwender geht runter. Und Heiko Fisser kommt. Heiko Fisser. Ja, Steinwender heute auch stark. Viel gelaufen. Kann sich jetzt auch seinen
Applaus abholen. Und für die letzten 11 Minuten plus Nachspielzeit. Heiko Visser ist auf dem Platz. Da ist der Ball wieder vorne. Nahmeyer kommt nicht ganz ran. Aber Abel jetzt. Hat ihn. Und Einwurf. Dennis Engel mit dem Einwurf. Fisser. Jai. In den Strafraum. Da ist keiner. Der behauptet den Ball. Und verliert ihn dann doch. Aber Lahmeyer bringt die Situation unter Kontrolle. Und da ist Fisser. Und der ist zu weit. Da kommt der Torwart problemlos ran. Und bei Kickers wird gleich nochmal gewechselt. Keno Bus sehe ich da. Ja. Bekommt auch noch ein paar Minuten Spielzeit. Und zwar jetzt schon. Dafür geht die 3 raus. Julian Stör. Da ist der Ball wieder bei Kickers. Engel kriegt ihn noch. Ja, hier auf der Seite hat er jetzt einiges am Platz. Und Ecke. Da haben wir den neuen Mann im Bild. Genau, Keno Bus. Passen alle. Schöning klärt in Seiten aus. Weiter geht's mit Einwurf. Über ihn mit dem Einwurf. Da ist Steffens. Bus. Wieder rein. Und die nächste Ecke folgt sogleich. Werden wir hier nochmal einen Blick auf den Fanblock werfen. Da ist die Stimmung absolut nachvollziehbar. Auf einem sehr guten Level. Bei 5 Heimtoren ist das auch absolut nachvollziehbar. Jetzt die Ecke. Kommt da noch das 6:0? Erstmal geklärt. Der Ball geht ins Aus. Einwurf. Einwurf. Und der letzte Wechsel für Kickers. Ein Comeback. Bastian Dassel kommt auf den Platz. Dafür geht die 22 Engel. Der Einwurf war nicht erfolgreich.
Schöning im Ballbesitz. Einwurf Schöning. Für die Gäste Einwurf. Da ist es ein Bus. Bus. Jai. Und der Ball geht nach vorne. Steffen Saar. Gerade noch. Das war ein Foulspiel, gibt Freistoß. Nichts gehört. 5 Minuten noch zu spielen, regulär. Ja, wie auch in der ersten Halbzeit. Allzu viel Anlass zur Nachspielzeit gibt's nicht, gerade bei dem Spielergebnis, bei dem Spielstand. Erstmal der Freistoß. Da ist der Ball beim Gegner. Und das dürfte Abstoß geben. Ja. Ja, Kickers spielt sich zur Tabellenführung, zumindest bis morgen. Dann spielt die direkte Konkurrenz und kann erstmal wieder vorbeiziehen. Das ist mit seinem ersten gewonnenen Zweikampf. Ja, Steffens bleibt da dran. Kriegt den Ball nicht, aber Lahmeier. Fisser war es. Jetzt mit der Flanke. Ja. Oh. Aber da ist der Ball, geht zur Ecke. Da, die bringt nichts ein. Einwurf allerdings. Lammer. Doch, die kurze Variante. Spielt er den Ball? Der Schöninger Spieler legt sich erstmal auf dem inzwischen doch recht ramponierten Rasen lang. Und der Ball ist wieder bei Kickers. Und zieht er einfach mal ab. Da können wir gleich vielleicht nochmal drauf schauen. Warum nicht? Letztlich deutlich vorbei. Ja, aber wenn man 5-0 führt in der 88. Minute, dann kann man da auch einfach mal abziehen, denke ich. Auf jeden Fall. Da bekommt Bus einen mit, aber der Schiedsrichter darf weiterspielen. Aber Schöning spielt den Ball unabsichtlich ins Aus. Das war, glaube ich, nicht so gedacht. Spiel kann weitergehen. Bus steht wieder. Da wird Abay am Trikot gezogen, setzt sich aber durch. Na, da sind die Schöninger wieder am Ball. Eilatz ist da. Jai. Ja. Oh, da kommt er noch durch. Im Strafraum. Und. Oh, an die Latte. Das gucken wir uns gleich auch nochmal an.
weiß jetzt nicht, ob der Ball da tatsächlich mal irgendwie abgefälscht war. Kann ich jetzt nicht sehen. Schussbahn. Ja. Auf jeden Fall geht es weiter mit einem Einwurf. Halbe Minute noch regulär. Und Abstoß. Abstoß. Der Schiedsrichter guckt schon auf die Uhr. Ich glaube, allzu viel Nachspielzeit, wenn überhaupt, wird es nicht geben. Er wird es direkt abpfeifen. Ah, vermute ich auch. Spricht doch. Oh, ja. Das Spiel ist schon aus. Kickers gewinnen 5:0 gegen Schöningen. Tut ordentlich was für die Tordifferenz. Verdienter Sieg auf jeden Fall. Genau, das sehe ich auf jeden Fall auch so. Von Anfang an, Herr Kickers, das Spiel bestimmt. Und als es mal ein bisschen in die andere Richtung ging, hat man gut dagegen gehalten. Ja, man hat die Tore zur richtigen Zeit gemacht. Auf jeden Fall. Man hätte höher gewinnen können. Aber hey, beim 5:0, was will man da erwarten? So, wir sehen jetzt hier noch ein paar Jubelszenen, Siegesszenen. Die Spieler lassen sich verdientermaßen feiern. Und ja. Ja. Wir wünschen euch an dieser Stelle noch ein schönes Wochenende. Macht noch was aus dem Abend, genießt den Sonntag und freuen uns, heute für euch da gewesen sein zu dürfen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in 2 Wochen. Franz, die Top-Adresse für Käse- und Nussliebhaber in der Region. Besuchen Sie uns auf dem Wochenmarkt in Emden, Oldenburg, Norden, Wittmund, Jever und Esens sowie online auf meinenüsse.de. Franz, stolzer Partner des BSV Kickers Emden.